Ja, vielleicht erinnern sich einige an die 8-jährige Vanessa. Die hatten wir vor 10 Monaten in Bad Wildungen schon mal getroffen. Da spielte sie gerade 4 Wochen Tenorhorn. Und was ist aus Vanessa geworden? Wir haben sie wieder getroffen. Und zwar beim Jugendorchester der Stadtkapelle Frankenberg. Nach 10 Monaten spielt Vanessa dort schon mit. Haben Sie die Pfefferbeißer probiert? Ja. Die Pfefferbeißer hat unser Jörg selber gemacht, mit Hilfe von seiner Tochter Vanessa. Vanessa, wie alt bist du? Vanessa ist 8 Jahre. Ich glaube, das ist ein Applaus verdient, oder? Ja, hallo Vanessa. So sieht man sich wieder, ne? Ja. Du hast vor 10 Monaten hast du angefangen, Tenorhorn zu spielen. Ja. Gibt es ein kleines Video von dir, wie du in Bad Wildungen und die ersten kleinen Stücke spielst? Hier, vom Räderlampradio, ein kleines Video. Und jetzt spielst du schon im Jugendorchester der Stadtkapelle, ne? Ja. Das ist aber toll. Ich habe hier auch das T-Shirt davon. Wow, dreh dich mal richtig rum, dass man das auch sieht. Klasse. So, kannst dich wieder zurückdrehen und Musik macht Spaß. Ja. Jetzt sind das 10 Monate, ne? Das heißt, da muss man natürlich kräftig üben, um in das Jugendorchester zu kommen. Ne? Ja, man muss so ziemlich üben. Wie oft übst du am Tag? Zweimal. Zweimal? Und jeden Tag? Zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Ja, wie geht's weiter? Wann spielst du in der Stadtkapelle? Nochmal 10 Monate? Hoffentlich. Prima, Vanessa. Wir sehen dich gleich beim Auftritt. Erstmal vielen Dank.